Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. No Man's Sky, unser Spiel, und wir wollen uns wieder ein bisschen mit Blender Glitch befassen. Und als erstes müssen wir erstmal wieder die Bodenplatte halbieren sozusagen, weil wir brauchen genau die Mitte. Die Pflasterung, den Zylinder. Ein Zylinder oben drauf, Würfel und nochmal der Würfel und das Rohr und den Zylinder, den müssen wir nach links ausrichten, genau, und auf die Pflasterung halt wechseln und schon können wir die Bodenplatte oben drauf stellen. Na, das war zu viel, ein tiefer. Na, das wird nichts, dann kollidieren wir. Also so. Und mit der Fassade dann wieder wechseln auf die Bodenplatte. Dann haben wir die Bodenplatte wieder da, wo wir sie haben wollen. Der Rest kann erstmal schon mal wieder weg. Und das Loch machen wir natürlich auch wieder zu. Und ich möchte in Rot bauen. Ja, dann muss ich natürlich auch wieder zurück in die Mitte. Genau um eine Fassade natürlich. Und mit der kleinen Metallwand bauen wir uns drei Stück an die Bodenplatte dran. Ja, manchmal die Position wechseln, dann wird es einfacher. Und das können wir schon wieder entfernen. Jetzt müssen wir die Bodenplatte allerdings auch noch mal drehen. Wir brauchen die entgegengesetzt. Und wieder die Bodenplatte, alles entfernen. Und schon geht es weiter mit dem Bio-Kuppelraum. Ja, und den kleinen Stern dort, den hatten wir schon beim letzten Mal gebraucht, beziehungsweise den brauchen wir auch dieses Mal. Denn ich zeige euch gleich mal, wie es funktioniert, wenn wir die Pflanzentröge selbst nehmen. Und das ist dann nicht ganz so schön. Gefällt mir gar nicht, deswegen brauchen wir diesen Stern. Und den bauen wir uns so. Allerdings ist das jetzt erstmal die Variante, so wie ich es nicht haben möchte. Denn das Rennstreckenterminal ist dann ja nicht in einer Einheit mit den anderen, wie ihr seht. Also nochmal von vorne. Ja, das passiert manches Mal. Gut. Aber das kriegen wir auch wieder raus. Indem wir uns die Holotür nehmen, bauen die uns an und können in den Bio-Kuppelraum jeweils entfernen. So, jetzt müssen wir noch die Kontakte miteinander verbinden. Das sind dann immer die Pfeile, wo die Spitze nach links zeigt, in dem Fall.
Die anderen sind von dem Bio-Kuppelraum und die können wir nicht gebrauchen. Also dort nicht anschließen. Und den Kreis schließen. Die Bodenplatte, das war die eben im Visier, nicht entfernen, sonst müssen wir die nochmal aufbauen. Also direkt den Biokuppelraum. Die großen Pflanzentröge sind dann auch weg. Und das ist schon die zweite Seite. Ja, insgesamt, da wir ja zwei Biokuppelräume haben, müssen wir das ja im Ganzen zweimal aufbauen. Solange die Rolotür da ist, kriege ich natürlich die letzten zwei da nicht hingebaut. Ja, sowas passiert. Die Rolotür nochmal hinbauen. Wieder entfernen. Und dann sollten die Kontakte in Ordnung sein. Ja, tatsächlich. Ja. Ungeschickt, aber nicht so schlimm. Also nochmal. Direkt die Pflanze entfernen. Der Kontakt ist nicht da durch die Rolotür. Und mal gucken, ob es diesmal gleich geht. Oder ja. Perfekt. Ja, um sicher zu gehen, dass es gleich funktioniert, am besten die Rolotür nochmal reinsetzen. So, und jetzt dann alle Spitzen. Ja, nennen wir Spitzen mit der gegenüberliegenden verbinden, so dass die genau durch die Bodenplatte die Mitte gehen. Wenn es durch die Mitte geht, dann haben wir immer genau den gegenüberliegenden. Jo. Und die Verbindungen zwischen den Strahlen nehmen wir einfach mal weg. Das heißt nicht nur einfach mal, sondern die müssen wir wegnehmen. Denn sonst drehen sich die Kontakte nicht in die Richtung, wie wir sie brauchen. Und das wäre nicht schön. Ja, im Allgemeinen sieht es so aus, ich habe eine Vorstellung von dem, was ich machen möchte, entwickle meine Ideen daraus, setze mich hin, fange an zu bauen und ja, wie ihr seht, so wird das dann zum Beispiel. Und wir brauchen für die 32, die wir jetzt hier bauen, brauchen wir 160 Metallplatten, 64 Mikroprozessoren und Ionenakku 32.
Ja, die Rennstreckeninitiatoren, die können eigentlich nur einmal pro Basis gebaut werden. Also wenn wir hier fertig sind, haben wir insgesamt 64. Und das geht nur durch das Wireglitch bzw. Kabelglitch. Und so bauen wir uns fleißig unsere Rennstreckenterminals. Die Rennstreckenterminals, das sind die, ja, diese kleinen Kisten, die damit dazugehören. Ich meine, wenn wir die aufmachen, dann heißen die Rennstreckenterminal. Und die Gesamtzeit, also etwas länger, wie das Video hier geht. Also etwas als das Doppelte, also etwas mehr wie das Doppelte. Ja, ich denke, das trifft es ganz gut. Und da ich das alles vorbereitet hatte, also das Material schon alles da hatte, also vorher alles hergestellt, ich bin ja hier im Normalmodus, nicht im Kreativmodus, da bräuchte ich das nicht, da kann ich einfach losbauen. Allerdings das Material müssen wir haben, ansonsten können wir gar nicht bauen. Also ohne Material keinen Rennstreckeninitiator oder irgendwelche anderen Dinge, die wir bauen wollen. Es muss also immer das Material da sein. Ja, wenn euch gefällt, was ihr hier so seht, dann nehmt doch einfach ein Abo mit. Ich habe noch reichlich anderes, was ich euch zeigen kann. Also eigentlich zu fast jedem, wenn ihr eine Frage habt, wie geht dies, wie geht das, stellt mir eine Frage. Ich versuche herauszubekommen, wie es geht. Werde euch das dann sagen und auch ein Video von machen. Je nachdem, was es ist, natürlich. Ja, manches Mal funktioniert es halt nicht, dann ist das Kabel dran. So, es kann alles wieder weg. Andere Seite ist schon weg gewesen. Ja, das sieht doch richtig gut aus. Also ein absoluter Eyecatcher. Jo. Ja, jetzt möchte ich allerdings da irgendwie auch noch durch. Dann bauen wir uns da was. Das will ich allerdings noch mal anders machen. Das habe ich jetzt nur auf die Schnelle gemacht, damit ich da mal durchgehen kann und euch zeigen, wie es geht oder wie es aussieht. Ja. Ja, das ist sehr schön. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nehmt noch ein Abo mit. Kommentiert. Vielleicht einen kleinen Daumen hoch wäre schön, denn das sieht echt phänomenal aus. Mir gefällt es sehr gut. Ich hoffe, euch auch. Ja, das Bild ist stimmig. Ja, und während ich euch noch ein bisschen gucken lasse, werde ich einfach mal meinen Mund halten und schon mal mich verabschieden. Ciao!